Hallo ihr Hübschen und herzlich willkommen hier bei Lin News. Und ja, als allererstes müssen wir über ein Thema reden, das ihr über sämtliche Social Media Plattformen an mich herangetragen habt. Denn ihr habt gefühlt gestrichen die Schnauze voll von Luna Darko. Nun, wer ist Luna Darko? Das ist eine gute Frage. Ich musste auch erstmal gucken und habe dann festgestellt, das ist irgendwie die Freundin von Adi, also von dem einen von Dead Adam, falls ihr die noch kennt. Die und auch ihr Magga hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, ganz gepflegt darauf zu scheißen, dass sie über 500.000 treue Anhänger auf YouTube hat. Und bring es doch mal auf den Punkt. Wenn du mehr als 500.000 mutmaßlich jugendlicher Follower hast, dann solltest du dir einer gewissen, nun ja, nennen wir es doch einfach mal, einer gewissen sozialen Verantwortung durchaus bewusst sein. Luna Darko hat sich allerdings dazu entschieden, ihren Rechner hochzufahren, ihr Gehirn allerdings im Lockdown zu lassen und teilt jetzt fröhlich Verschwörungstheorien und die Inhalte von einem gewissen Herrn Marz. Das ist ein nachweislich und in einschlägigen Kreisen durchaus bekannter rechtsextremer Psychologe, der unter anderem durch seine netten Verbandelungen zur Pegida und zur AfD von sich reden mag. Außerdem entpuppt sich Luna Darko auch als großer Ken Jebsen-Fan und posaunt fröhlich und durch eine gewisse Esoterik beschwingt einen wirren Gedankengang, der ein bisschen zu viele Schleudergänge in ihrer Kopfwaschmaschine durch die Gegend. Was so dermaßen unreflektiertes Verhalten bei einer so jungen und so zahlreichen Followerschaft bedeutet, das ist Fräulein Luna gehörig egal. Denn dass sie da zum Teil mit NS-Propagandabegriffen nur so um sich schmeißt, das ist ihr herzlich egal. Man solle sich doch selbst ein Bild machen. Und dieses sich selbst ein Bild machen heißt bei ihr nichts anderes als der bösen Lügenpresse. Herzlich willkommen also im AfD-Sprech- und Pegida-Jargon. Kein Wort mehr zu glauben. Und sich stattdessen bei nachweislich mehr als dubiosen und auch rechten Alternativmedien zu informieren. Wenn wir also dem nicht Vlogs von ihr sehen, wie sie 5G-Masten anzündet, würde mich das schockieren? Nein. Würde ich darüber lachen? Nein, auch nicht. Denn wie gesagt, sich einer gewissen Grundverantwortung bewusst sein, das ist ein absolutes Muss. Vor allen Dingen jetzt in so einer Krisenzeit, wo eben rechte Verschwörungsspinner wie Giftpilze aus dem Boden schießen. Mein ganz persönlicher Rat an euch ist, macht einen großen Bogen um die junge Dame. Denn ihr zuzuhören ist meiner ganz privaten Meinung nach einfach nur verschenkte Lebenszeit und die kann man heutzutage wesentlich effektiver nutzen. Maskenschneidern zum Beispiel. Die werden gebraucht, was uns der nächste Themenblock mehr als deutlich zeigt. Ja, Freunde, die Maskenpflicht kommt in allen Bundesländern. Und ich persönlich kann dazu nur sagen, besorgt euch Masken auf Seiten wie Etsy zum Beispiel. Da gibt's definitiv welche, denn ganz viele Leute haben Kleingewerbe angemeldet, um Masken zu vernünftigen Preisen zu verkaufen, sich also nicht diesem kapitalistischen Schweinesystem zu unterwerfen und Masken zu horrenden Preisen rauszudrücken, die eh keine Sau bezahlen kann, nur um aus der Krise auch noch das letzte Quäntchen Profit zu schlagen. Setzt die Masken auf, dann geht das Leben weiter. Es ist kein großer Stress für euch. Und wer mir jetzt mit diesem Argument kommt, dass im Internet immer wieder auftaucht, dass diese Masken ja total unhygienisch und gefährlich seien, weil man zu viel CO2 einatmet und weil da Feuchtigkeit entsteht und diese Feuchtigkeit dann für Lungenkrankheiten sorgen könnte. Zudem nur zwei Kommentare. Erstens, du trägst diese Masken nicht stundenlang. Wenn du zu Hause bist, darfst du sie absetzen. Dann machst du sie sauber und gut ist. So schlimm ist das nicht. Oder zweitens, gehst du in Zukunft zu jedem Maler und Lackierer oder jemandem, der irgendwie in Baustaub arbeitet, der Masken für Stunden am Tag tragen muss und sagst zudem auch, jo, deine Maske, das musst du aber absetzen. Der ist aber ungesund. Naja, sag das mal jemandem, der in einer Galvanisierungskammer zum Beispiel steht. Der ist auf so eine Maske angewiesen, ne? Ich kenne das. Ich habe den Job im Abi gemacht. Und das Leben muss weitergehen, denn immerhin dürfen immer mehr Geschäfte aufmachen. Die Regeln dafür werden peu à peu festgesetzt. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, dass es so ein Learning by Doing oder so ein Trial and Error Prinzip folgt. Und deswegen kann ich tatsächlich auch verstehen, warum sich Virologen jetzt Sorgen um eine zweite Welle machen. Denn die Leute werden unvorsichtig und auch so Regeln wie diese 800 Quadratmeter Regel, die zugegeben ein bisschen fraglich ist, wurden ja jetzt vom zum Beispiel einem Hamburger Gericht gekippt. Also einem Gericht in Hamburg. Nicht eins, das sich mit Buletten beschäftigt. Ihr habt es schon verstanden. Achtet also weiterhin nicht nur auf euch, sondern auch auf andere. Und genau dafür sind eben diese Masken da. Außer ihr seid Xavier Naidoo-Fans. Dann guckt euch bitte einfach ein anderes Video an. Haltet euch von der Kommentarsektion bitte fern und scheißt die nicht zu. Denn, ja, Xavier Naidoo hat schon wieder ein neues Video rausgehauen. Und jetzt ruft er dazu auf, mit Fackeln und Mistgabeln nach Berlin zu ziehen. Und er will klagen gegen... Ja, gegen was sagt er in diesem Video nicht so wirklich? Wahrscheinlich gegen Corona.
oder gegen Masken. Übrigens, auch gefährlich und ein bisschen traurig ist das, was ich über Schulen höre. Dass jetzt die Prüflinge, Abiturienten und Menschen in den 4., 6. Klassen, die halt vor Schulwechseln stehen, genauso wie in den 10., wo dann der Sprung in die Abiturstufe ermittelt werden soll, dass die jetzt beschult werden sollen, ist kein Problem. Dass dann allerdings nach und nach immer mehr Schüler zugelassen werden, oder was heißt zugelassen, wieder in die Schulen zurückgeführt werden sollen, das wird problematisch, denn wir alle kennen die hygienischen Standards an unseren deutschen Schulen und die sind in einigen Bundesländern wirklich nicht besonders hoch. Meine Mutter ist selbst Lehrerin und sie und ihre Kollegen sind sich einig, wenn zu viele Schüler zu schnell wieder in die Schulen kommen, sorry, da gibt's auf den Klos nun mal zu wenig Seife, es gibt zu wenig Desinfektionsmittel, die werden auch woanders gebraucht und deshalb ist das, wie es mit den Schulen weitergehen soll, immer noch nicht geklärt. Was das über die nächsten Jahre zum Teil heißen könnte und was das für eine zweite Corona-Welle bedeuten könnte, das ist noch nicht absehbar. Und deshalb habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, was eben dieses in Anführungsstrichen Trial-and-Error-Prinzip, das man gerade fährt, angeht. Apropos Trial-and-Error, ihr habt es sicherlich schon gehört, wir haben im letzten Video schon drüber gesprochen, ein Impfstoff rückt in greifbare Nähe. Auch das Paul-Ehrlich-Institut jetzt hier bei uns in Deutschland kann mit klinischen Tests an menschlichen Probanden beginnen. Danach kommt es dann zu einem Zulassungsantrag. Das kann allerdings noch Monate dauern und man geht nicht vor 2021 von einem zugelassenen Impfstoff aus. Für uns heißt es also weiter: locker bleiben, ein bisschen bangen, vor allem aber vorsichtig sein. Regeln lockern heißt immer noch nicht Regeln brechen. Das kann ich nur immer wieder betonen, denn für mich als Berlin-Patrioten, ich bin ja so ein kleiner Heimatstadt-Fetischist, ich selber darf mein geliebtes Berlin als kleine dreckige Schlampe bezeichnen. Wenn das jemand anders tut, dann gibt's ja mal Klassenkeile da. Ja, so ist das mit dem Heimatstadt-Patriotismus. Aber dass es immer noch Lebemenschen gibt, die das Ganze etwas anders ausleben, das beweist eine Familie aus Frankreich auf ganz besonders absurde Art und Weise. Haltet euch fest. Im schönen Bayern wurde ein französisches Paar, das auch noch ein Kleinkind dabei hatte, mit dem Auto angehalten. Und dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die beiden Franzosen inklusive Kleinkind auf einem Europastädtetrip waren. Die hatten nämlich gepflegt die Schnütze volle von Kontaktverboten und Ausgangsbeschränkungen und hatten sich überlegt, Moment mal, und hatten sich überlegt, Mensch, weißt du was, Europastädtetour in Zeiten von Corona, Spitzenidee. Muah. Bon, très bon, mon ami, Städtreise d'Europa, c'est une bonne idée, Franzosen, Alter, ey. Das noch viel absurdere an der Geschichte ist allerdings, dass man in Frankreich schon darüber Bescheid wusste, dass die Eltern getürmt und im Urlaub waren. Dort hatten sich nämlich die drei Kinder des 37-jährigen Mannes und seiner 38-jährigen Partnerin an die französische Polizei gewandt, weil ihre Eltern dachten, ja, Moment mal, in unser Auto passen wir nicht mit 6 Leuten rein. Das heißt, wir nehmen nur das ganz Kleine mit, was sich so überhaupt nicht um sich selber kümmern kann. Die anderen drei Kids, die lassen wir einfach zu Hause. Wochenlang. Tja, und das ging tatsächlich so lange, bis die Kinder die Behörden in Frankreich, wie gesagt, selbst alarmiert hatten. Und man jetzt nicht nur in Frankreich, sondern auch hier in Deutschland ein massives Bußgeldverfahren gegen die Eltern anstrebt. Was sie in Frankreich noch erwartet, wo sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber es sind ja nicht alle Menschen komplett bekloppt. Nein, wir haben auch noch eine gute Nachricht. Durchatmen, haltet euch fest, unser Ministerchen Spahn hat jetzt tatsächlich entschieden, mir fällt gerade auf, Pflegepersonal, das ist ein krasser Job, Alter, ist ja auch voll wichtig und systemrelevant, geil. Und da hat ihm tatsächlich auch gedämmert, Moment mal, die sind ja über Jahre von uns regelrecht ausgebeutet und nicht ein Stück unterstützt worden. Und jetzt spricht man tatsächlich von einem Mindestlohn von 2500 Euro brutto. Ich betone, er spricht tatsächlich von einem Mindestlohn, der eingeführt werden soll. Mehr Geld durch Tarifverträge oder auch Bonuszahlungen. Das soll und muss seiner Meinung nach durchaus im Rahmen des Möglichen liegen. Und das finde ich persönlich mehr als verdient für eine der wichtigsten und am härtesten arbeitenden Branchen überhaupt. Ich persönlich hoffe wirklich sehr, das sind nicht nur hohle Phrasen und wirklich hohles Gewäsch, sondern dass man da dran bleibt und den Leuten endlich zumindest finanziell ein bisschen der Ehre zuteil lässt, die ihnen verdammt nochmal gebührt. So, und damit entlasse ich euch erstmal in diesen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, Freunde, ihr kennt das. Das gute alte Le Floyd-Regelwerk. Macht's nicht gut, macht's besser. Bleibt sauber, bleibt zu Hause und bleibt mir ja gesund. Vielen Dank für all euren Support. Vielen, vielen lieben tausend Dank an alle Kanalunterstützer. Und jetzt Corona High Five in 3, 2, 1. Haha, und winken. Bye, bye. Ob die Leute sich wirklich wieder anfangen, so Bam, Ghetto-Faust und High-Fives zu geben, wenn das hier irgendwann mal
in absehbarer Zeit vorbei ist? Oder wird das so eine Nicken- und Winken-Gesellschaft? Bin mal gespannt. Ciao. Blöderweise aber hat das Programm, wie gesagt, schon im Jahr 1973 den Untergang der Menschheit prophezeit. Und zwar im Jahr 2040. Und das wird sogar noch ein bisschen unheimlicher, denn das Computerprogramm hat bereits 1973 eine noch konkretere Vorhersage gemacht, nämlich diese globale Katastrophe, die weltweit...